Wahrscheinlich geht's Ihnen ja wie mir. Ich bin absolut davon überzeugt, dass ich mich nie in einem solchen Kittel im Krankenhaus mit der Diagnose Krebs wiederfinden werde. So sind wir Menschen. Wir denken viel lieber, dass schon alles gut gehen wird. Und dass tatsächlich etwa jeder Dritte von uns in seinem Leben Krebs entwickeln wird, blenden wir aus. Willkommen bei unserem Nano-Spezial zum Thema Krebs. Wir zeigen Ihnen heute, wie sich das Leben mit der Diagnose Krebs verändert. Wir zeigen Ihnen, auf welche Therapierichtungen die Forschung die größte Hoffnung setzt. Und wir diskutieren, ob wir uns die tollen Therapien leisten können. Fangen wir mit den Patienten an. Frau Jame und Herr Steinbach waren so offen zu berichten. Jeden Tag erfahren etwa 1200 Menschen in Deutschland, dass sie Krebs haben. Jede Minute ein Mensch. Ja, scheiße, nee, ich will noch nicht sterben. Ganz klar. Ich bin 36 und hab Krebs. Das kann nicht sein. Ihr habt irgendwelchen Mist gebaut. Erstmal verleugnen, ganz klare Sache. Sven Steinbach, 36 Jahre. Seit 1,5 Jahren Krebspatient. Man empfindet das immer erst dann schlimm, wenn man es halt selber hat. Ja? Bei meinem Partner war es sehr schlimm oder bei meiner Mutter auch. Aber immer, es war ja nicht ich. Ja? Aber wenn man es dann selbst hat, ist es dann natürlich noch viel, viel schlimmer. Griseldis Jame, 55 Jahre, seit 6 Jahren Krebspatientin. Sven Steinbach ist wieder in der Uniklinik Mainz. Vor jeder Kontrolle ist er nervös. Er hat Angst, dass die Ärzte wieder etwas finden. So wie vor 1,5 Jahren, als ihm ständig schlecht war und er Blut spuckte. Die Magenspiegelung selbst hat da gezeigt, dass ich ein 12 cm großes Magengeschwür hatte. Was auch offen war teilweise. Daher auch die Blutspuckerei. Und dann hieß es, nein, wenn so ein großes Magengeschwür da ist, muss noch was anderes sein. Wir haben Proben genommen. Aber es könnte sein, dass es Krebs ist. Die Diagnose überfährt Sven Steinbach völlig. Lymphdrüsenkrebs. Der Tumor, selten und aggressiv, sitzt im Magen. Von jetzt auf gleich beginnt Sven Steinbach sein neues Leben als Krebspatient. Es hieß einmal, Sie bleiben jetzt hier für ein Jahr. Sie können zwischen den einzelnen Therapieblöcken, wenn es gut läuft, 3 Tage nach Hause gehen. Ansonsten werden sie immer hier sein. Wenn ich dann Besuch hatte, der einfach von außen eindrang und dann wieder gehen konnte, das wollte ich einfach nicht erleben. Ich habe es 1-2 Mal versucht, das hat mich so fertig gemacht. Dann habe ich gesagt, nee, dann lieber gar nichts, nur meine Frau, meine Familie und das war's. Bei Griseldis Jame sind es 2 Schwellungen am Hals, die ihr Leben verändern. Der Hausarzt überweist sie in die Uniklinik. Griseldis Jame weiß kaum, wie ihr geschieht. Im Frühjahr 2005 trifft sie das erste Mal auf einen Onkologen. Frau Jame, so und so ist es. Sie haben das Morbin Hodgkin. Aber es ist zu 80% heilbar. Und das war schon ein Schock. Wo ich für dankbar war, dass eigentlich, dass er mir die Wahrheit gesagt hat. Ja, dass er nicht irgendwie was verschönt hat oder sonst. Der knappen Wahrheit folgen Monate mit Chemotherapie und Bestrahlung. Griseldis Jame trotzdem Krebs. Ende 2005 kehrt sie zurück aus der Reha. Geheilt. Dann bin ich halt jedes halbe Jahr nachher zur Nachuntersuchung gegangen. Ich habe gedacht, das hast du, ja, das, du hast das gepackt. Im September 2011, 6 Jahre nach der Diagnose, macht ihr Onkologe das letzte Mal ein Kontroll-CT. Und dann ging aber das Telefon und da war halt der Dr. Wehler dran und sagte, Frau Jame, es ist halt was auf dem Bild, auf der Lunge, was nicht hingehört. Und dann musste ich also nochmal zurück und dann kam dann die Diagnose, ja. Griseldis Jame hat einen Schatten auf der Lunge. Plötzlich beginnt alles wieder von vorn. Etliche Untersuchungen stehen an. Die Ärzte wissen nur so viel. Es ist wahrscheinlich Krebs. Die Werte bei Sven Steinbach sind zurzeit okay. Nichts deutet darauf hin, dass der Krebs wiederkommen könnte. Ich sag mir, der Krebs ist weg und er bleibt auch weg. Fertig. Aus. Mehr denke ich da gar nicht drüber nach.
Wie ich mich jetzt fühle, ist eigentlich so, als wenn das jemand neben mir ist, ja? Als wenn es gar nicht mich so betrifft. Weil ich denke einfach, das bist du ja gar nicht. Aber es ist so, ich bin's. Ich muss das machen. Griseldis Jame ist wieder in der Klinik. Ihr Kampf gegen den Krebs ist nicht vorbei. Im Gegenteil, er geht gerade wieder los. Bei uns im Studio darf ich Ihnen Frau Dr. Urte Skorzinski vorstellen. Sie ist Oberärztin in der Gynäkologie der Onkologischen Reha-Klinik in Bad Dürrheim. Und Frau Doktor, wir haben das hier mal ein bisschen umgedreht. Ich sitze mal auf Ihrer Position. Wie ist denn das, wenn Sie Ihren Patienten begegnen? Sitzen die so locker wie Sie jetzt da? Nee, eher sitzt man als Patient ein bisschen ängstlicher da, dass man so ein bisschen so, ja, sich zurückzieht oder klein macht. Ja, Körpersprache sagt ja eine ganze Menge. Also dann bin ich etwas ängstlicher oft als Patient, weil ich unsicher bin. Hat man denn als Arzt, als Ärztin überhaupt die Chance, sich hineinzuversetzen in einen Menschen, der ein solches Schicksal trägt? Ich denke schon, aber es gehört Lebenserfahrung dazu. Das heißt, wenn ich frisch aus der Uni komme, habe ich nicht diese Lebenserfahrung, um mich wirklich in jede Situation eines Menschen so einer Krebserkrankung hineinzuversetzen. Ja? Eine alte Frau ist was anderes als eine junge Frau mit zwei Kindern. Da braucht Lebenserfahrung. Natürlich. Nun finden wir es natürlich wahnsinnig wichtig, dass ein Arzt seine ganze Aufmerksamkeit dem Patienten schenkt. Beim Krebs ist es wahrscheinlich besonders wichtig. Welchen Anteil hat diese Aufmerksamkeit, diese intensive Betreuung für die Heilung? Ich denke, dass es eine sehr wichtige Rolle spielt, ob ich mich vom Arzt angenommen und verstanden fühle und auch über alle Probleme, die im Hintergrund stehen, reden kann. Und da braucht es dann manchmal auch nicht nur den Arzt, sondern auch Psycho-Onkologen, die da noch mehr unterstützen können und eben auch ja, andere Berufsgruppen. Also die unterstützen, das heißt, sie sorgen dafür, dass die Lebensqualität des Krebspatienten sozusagen erhalten bleibt. Aber geht diese Hilfe dann noch darüber hinaus, dass sich möglicherweise auch die Heilungschancen verbessern? Ja, also das heißt, wenn ich im Grunde, die Krebserkrankung ist eine Stresssituation, die ja nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld stresst. Ja, das heißt, meine Partnerschaft, mein Mann ist mit besorgt, die Kinder kommen vielleicht damit nicht gut klar, ich kann nicht mehr normal den Haushalt führen. Und wenn ich dort im Grunde mit Unterstützung habe, dass ich eben mit Problemen mit meinen Kindern auch mit der Psycho-Onkologin reden kann und dann vielleicht eben die mehr Therapiemöglichkeiten für die Kinder anbietet, dann bin ich stabilisiert in diesem Netz und kann mich besser auf die Therapien einlassen. Okay, aber reagiert, weiß das denn auch meine Krebszelle und sagt, aha, die fühlt sich jetzt gut, ich bilde mich zurück? Gut, wir haben nachgewiesen, dass zum Beispiel Entspannungsverfahren tatsächlich den weiteren das Rezidivrisiko senken. Ja, also Yoga ist es nachgewiesen und auch andere Dinge wissen wir, dass sie einen positiven Effekt haben, wie im Grunde auch Sport mit einem Rezidivrisikosenkung von 20-30%, das ist belegt. Was hat die Einstellung eines Patienten zu bedeuten? Wir haben gerade Herrn Steinbach gehört, der sagte, der Krebs ist weg und der bleibt auch weg. Also sehr kämpferisch. Hilft das? Ich denke, jeder hat seine Art, mit Herausforderungen umzugehen. Eine kämpferische Einstellung kann für jemanden sehr hilfreich sein, um zu sagen, ja, ich habe das gepackt, ich sehe mit Hoffnung in die Zukunft. Ja. Wiederum kann uns auch eine bestimmte Einstellung irgendwann auch Grenzen bringen. Wenn ich ein Kämpfertyp bin, aber an Grenzen rankomme und merke, jetzt bin ich nur noch müde und geschafft, ich bin gar kein Kämpfer mehr, dann verunsichert mich das, dann braucht es eine neue Haltung auch. Ja. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Frau Skorzinski. Krebs ist ja keine Erkrankung wie jede andere. Wer die Diagnose bekommt, für den ist schlagartig alles anders. Das Leben bekommt eine andere Bedeutung. Alles, was vorher wichtig war, verschiebt sich. Plötzlich geht es eben ums Überleben. Aber auch für die Mediziner bedeutet Krebs eine ganz besondere Herausforderung. Oft gehen auch sie an ihre Grenzen. Wir haben den Arzt von Herrn Steinbach und Frau Jame begleitet. Thomas Wehler von der Mainzer Uniklinik. Thomas Wehler, 35 Jahre. Seit einem Jahr betreut der Assistenzarzt Frau Jame. Es war eigentlich ein Routinetermin, ganz normaler Standard, um sicherzustellen, dass eben kein Rückfall vorliegt. Bei diesen Untersuchungen fiel dann ein neuer Befund in der Lunge auf, relativ groß, 2,4 cm groß, ein Rundherd. Der sagt uns natürlich zunächst einmal nichts darüber, was das letztlich für eine Art Gewebe ist, das sich da vermehrt hat. Was wir allerdings wissen, ist, es gehört da nicht hin und es muss schnellstmöglich geklärt werden. Bilder einer Patientin, die Thomas Wehler eigentlich nicht wiedersehen wollte. Es sind die letzten Aufnahmen von Frau James Lunge. Lungenfunktion ist gut. Thomas Wehler muss seine Patientin jetzt genau untersuchen. Mit dem Endoskop geht er in ihre Lunge. Er will Proben nehmen und den Tumor bestimmen.
Erst vor einer Woche hat Thomas Wähler seiner Patientin von ihrem Rückfall erzählt. Sie war ahnungslos, wobei alle Patienten und egal wie lang sozusagen die Therapiephase zurückliegt, haben natürlich eine innere Anspannung. Also das Wissen, es könnte doch was sein, das begleitet sie ja alle irgendwo. Und dann eröffnet man solch einen Negativbefund in aller Klarheit. Das bringt nichts, sozusagen an dem Thema vorbeizureden. Und das ist auch eigentlich der Wunsch der Patienten, dass man da in aller Offenheit drüber spricht. Seit 10 Jahren arbeitet Thomas Wähler mit Krebspatienten. Eine Zeit, in der er gelernt hat, auch mit der schlechtesten Nachricht umzugehen. Mit dem Sterben seiner Patienten. Da ist man nicht kalt oder keine Emotion. Dafür ist das natürlich ist man dazu zu nah dran. Das beschäftigt einen. Aber man lernt mit der Zeit dann auf eine professionelle Art damit umzugehen, sodass es einen nicht auffrisst. Das wäre fatal. Also wenn man mit jedem Patienten mitstirbt, dann blieb da zu wenig Substanz, um seinen Beruf professionell ausüben zu können. Bei Frau Jem ist die Situation weiter unklar. Was wächst in ihrer Lunge? Wieder ein Lymphom oder diesmal sogar Lungenkrebs? Thomas Wähler hat seine Proben in die Pathologie gebracht und berät sich mit dem Kollegen. In der Krebsmedizin ist keiner mit seinen Entscheidungen allein. Krebs ist Teamwork, auch die Heilung von Frau Jem. Am Nachmittag ist Thomas Wähler mit dem Fall von Frau Jem in der Tumorkonferenz der Uniklinik Mainz. Onkologen, Chirurgen und Strahlentherapeuten beraten hier gemeinsam ihre nächsten Schritte. Solche Konferenzen sind das Markenzeichen eines Cancer Centers, eines Krebsspitzenzentrums. Ja, Frau Jem ist eine 55-jährige Patientin, in der Vorgeschichte ein Morbus Hodgkin bekannt. Der Fall von der Frau James ist eigentlich ein Musterbeispiel dafür, weswegen im Rahmen solcher spezialisierten Zentren zur Krebsbehandlung, Comprehensive Cancer Centers, interdisziplinär gearbeitet wird. Nur gemeinsam kann man da erfolgreich behandeln und diese Konferenzen dienen dazu, sehr kompakt, sehr effektiv ein Konzept festzulegen. Thomas Wähler erklärt Frau James seine nächsten Behandlungsschritte und spricht ihr Mut zu. Also das Ziel ist ganz klar Heilung, über das wir hier reden. Und wir haben eine realistische Chance, das zu erreichen. Es ist ein langer Weg, es ist ein intensiver Weg, es ist kein Sprint, sondern wir reden eher über einen Marathon bis dahin, mit auch vielen Höhen und Tiefen. Aber das Endziel ist Heilung. Also wenn man sich für dieses Gebiet medizinische Onkologie entscheidet, ist das sicherlich was über einen längeren Zeitraum reift in einem. Ich sehe das einerseits klar als belastend in der Patientenversorgung bisweilen, andererseits aber sicherlich auch als hochspannend, wenn man die Chance hat, auch zu sehen, wie, sagen wir mal, Quantensprünge entstehen in der Therapie oder Neuerungen Einzug erhalten und tatsächlich funktionieren oder man vielleicht über eigene Forschung selber einen kleinen Anteil daran trägt, wie das Ganze funktioniert. Das sind auch Dinge, die, aus denen man unheimlich viel Kraft dann schöpfen kann. Das ist sozusagen der Konterpart, der einen den nötigen Ausgleich bringt. Und das ist in keinem anderen Gebiet so intensiv wie in der Onkologie. Rund 1200 Menschen haben heute erfahren, dass sie Krebs haben. Jede Minute macht die Medizin Fortschritte, um diesen Menschen zu helfen. Und bei uns im Studio darf ich Ihnen nun Herrn Professor Andreas Schneeweiß vorstellen. Er ist ein Krebsexperte. Er kommt vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Also eine Institution, bei der Forschung und Patientenbegleitung und Betreuung unter einem Dach sind. Herr Schneeweiß, rund 450.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland neu an einer Krebserkrankung. Und es werden immer mehr, Jahr für Jahr. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass wir älter werden. Eine Krebserkrankung ist eine Erkrankung des Alters und je älter wir werden, desto mehr Menschen erkranken an Krebs. Sind das die einzigen Gründe? Also es gibt ja einzelne Erkrankungen, wie zum Beispiel dieses Non-Hodgkin-Lymphom, über 20 Jahre, 40% Zunahme. Da muss es doch noch andere Gründe geben. Es gibt sicher im Einzelfall noch andere Gründe, aber der Hauptfaktor ist einfach, dass die Bevölkerung älter wird. Für einzelne Krebserkrankungen gibt es Zusatzrisikofaktoren, das können genetische Veranlagungen sein, das können Umweltfaktoren sein, das können bestimmte Berufe sein.
Nun forscht die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten daran, den Krebs zu besiegen. Und wir haben es immer noch nicht geschafft. Gut, Sie sagen, es ist das Alter. Aber kommt der Durchbruch irgendwann oder ist Krebs gar nicht zu besiegen? Also wir werden den Krebs nie besiegen. Aber wir werden immer mehr Krebspatienten heilen können, sodass sie nicht an ihrer Krebserkrankung versterben. Und wenn wir das nicht schaffen, werden wir immer mehr Patienten helfen können, länger und besser mit ihrer Erkrankung zu leben. Mhm. Heutzutage, wenn wir alle Krebserkrankungen zusammennehmen, heilen wir ungefähr die Hälfte. Das heißt, die Hälfte der Patienten stirbt nicht an ihrer Erkrankung. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel Brustkrebs nehmen, als einen der häufigsten Krebserkrankungen, der häufigste der Frau, da haben wir in den letzten Jahren deutlich Fortschritte gemacht. Das 5-Jahres-Überleben ist seit Anfang der 80er Jahre bis jetzt um 10-15% gestiegen, von ca. 70 auf 75 oder 80%, in Spitzenzentren sogar auf 90%. Das heißt, man kann heutzutage sozusagen mit einem Krebs ganz gut leben. So ist das. Und wir werden immer besser, aber es wird niemals den großen Wurf geben. Es sind immer viele, viele kleine Schritte, die dann letztendlich auch zu einem großen führen. Und wir werden den Krebs nie ganz besiegen und wir werden niemals einen Riesenschritt machen, sondern immer kleine Fortschritte machen. Herr Schneeweiß, erstmal vielen Dank bis hierhin. Liebe Zuschauer, es gibt rund 300 verschiedene Krebsarten und jeder Tumor ist auch noch individuell anders ausgeprägt. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Krebs. Aber wir wollen Ihnen mal zeigen, welche Tumoren am häufigsten auftreten. 450.000 Neuerkrankungen gibt es im Jahr in Deutschland, das haben wir gehört. Und von uns Männern bekommt fast jeder Zweite im Laufe seines Lebens Krebs. Am häufigsten tritt dabei Prostatakrebs auf. So, sehen Sie das mal, gefolgt dann von Lungenkrebs und Darmkrebs. Bei den Frauen erkranken etwas weniger, nämlich 38% im Laufe ihres Lebens an Krebs. Und da ist Brustkrebs die größte Gefahr, gefolgt ebenfalls vom Lungenkrebs und vom Darmkrebs, also wie bei den Männern. Brust- und Prostatakrebs haben heutzutage sehr gute Heilungschancen, wenn man den Krebs früh entdeckt. Bei Darmkrebs stehen die Chancen ebenfalls ganz gut. Lungenkrebs, da ist die Überlebensrate immer noch gering. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn Krebs entsteht. Unser Körper ist wie ein fein justiertes Rennrad. Alles läuft reibungslos, wenn wir gesund sind. Wenn wir Krebs bekommen, dann ist irgendwo in unserem Körper etwas außer Kontrolle geraten. Und zwar in unserem zentralsten Bauteil, der Zelle. Wir bestehen aus Billionen davon. Gehirn, Haut, Brust, Lunge, Darm, Knochen. Jeden Tag bilden unsere Organe Millionen Zellen neu, um alte oder beschädigte zu ersetzen. Dabei halten sich die Zellen an bestimmte Regeln. Sie vermehren sich nur so oft, wie es für die Erhaltung des Organs nötig ist. Und sie halten sich dabei an die Signale des Körpers. Sind sie zu alt oder beschädigt, dann töten sie sich selbst. Gesunde Zellen führen ein geregeltes Leben. Krebszellen tun das nicht. Sie halten sich nicht an die Regeln. Sie sind wie Terroristen im eigenen Körper. Krebszellen teilen sich unkontrolliert und vermehren sich ohne Rücksicht. So entsteht ein Tumor. Ein Tumor ist beinahe wie ein eigenes Organ im Körper. Er hat Blutgefäße, die ihn mit Nährstoffen versorgen und ihn so immer weiter wachsen lassen. Nur nutzt diese Zellwucherung dem Körper nicht, sie schadet ihm. Der Tumor verdrängt gesundes Gewebe, durchdringt es und zerstört es schließlich. Und er kann sich weiter im Körper ausbreiten, Metastasen entstehen. Warum in unserem Körper ein Tumor entsteht, dafür gibt es viele Ursachen. Es kann in der Familie liegen, also erblich sein. Bei manchen Formen von Brustkrebs und Darmkrebs ist das so. Umwelteinflüsse können ebenfalls Krebs auslösen. Die UV-Strahlen der Sonne, radioaktive Strahlen oder auch giftige Stoffe wie Nikotin oder Asbest sind bekannte Krebsauslöser. Aber auch von bestimmten Viren und Bakterien weiß man inzwischen, dass sie Krebs auslösen können. Alle Ursachen haben eines gemeinsam. Sie schädigen das Erbgut unserer Zellen. Häufen sich diese Schäden, zum Beispiel wenn wir älter werden, dann geraten die Zellen außer Kontrolle und wir bekommen Krebs.
Herr Professor Schneeweis, es klingt ja so, als seien wir dem Krebs ganz ausgeliefert, aber wir haben doch mittlerweile ganz viel Wissen über unser Genom. Also, was hilft die Genforschung bei der Behandlung von Krebs? Sie hilft uns, den Krebs weiter zu unterteilen in immer kleinere, besser definierte Gruppen, für die wir dann auch gezieltere Therapiemöglichkeiten entwickeln können oder schon haben. Und weil dieses Wissen enorm rasch zunimmt, kann es ein Einzelner nicht mehr erfassen. Das heißt, wir entwickeln immer mehr Spezialistentum. Und diese Spezialisten müssen immer wieder an einen Tisch, um über die individuelle Krebserkrankung zu diskutieren. Und das geschieht eben hauptsächlich in solchen Comprehensive Cancer Centern. Und dann kommt noch der Grundlagenforscher mit dazu, der uns hilft, neue Einblicke zu gewinnen in den Krebs. Und dem wir dann auch sagen können, wo unsere Probleme sind bei der Behandlung des Krebses. Aber das bedeutet, Sie müssen erstmal die einzelne Tumorzelle ganz genau analysieren, um zu erkennen, dass die auf das und das Präparat gut ansprechen wird. Nicht nur die einzelne Tumorzelle, sondern den ganzen Tumor, der aus verschiedenen Untergruppen von Tumorzellen besteht und den dazugehörigen gesunden Menschen, denn auch diese Interaktion ist wichtig. Ja, aber das wird ja ein kompliziertes Geschäft. Wir haben gelernt, dass jeder sozusagen seinen eigenen Krebs hat. Genau, das ist unheimlich kompliziert, aber das ist der Weg, den müssen wir gehen, auch wenn er sehr anstrengend ist. Und wir werden nicht von heute auf morgen jede Krebserkrankung gezielt behandeln können, aber wir werden immer mehr Krebserkrankungen immer gezielter behandeln können, indem wir die Erkrankungen immer weiter unterteilen. Was für eine Unterteilung haben Sie heute bei Brustkrebs? Bei Brustkrebs unterteilt man heute 5 große Formen. Die richten sich vor allen Dingen danach, ob die Brustkrebszelle Hormonrezeptoren oder den HER2-Rezeptor trägt und ob sie rasch wächst oder weniger rasch wächst. Mit diesen groben Formen kann man mehr oder weniger 5 Großgruppen von Brustkrebs unterteilen, nach denen sich dann auch die medikamentöse Therapie richtet. Und eines Tages wird es dann ein ganzes Arsenal geben für jeden Menschen und für jeden besonderen Krebs. Das ist die Vision. Danke, bis hierhin. Krebspatienten zahlen ja einen hohen Preis bei ihrer Erkrankung mit Schmerzen und Existenzangst, die sie ständig begleitet. Aber auch die Gesellschaft zahlt einen hohen Preis und zwar ganz wörtlich, denn Krebsmedikamente gehören zu dem teuersten, das es gibt. Da langen die Pharmafirmen bei uns richtig zu. Erst seit Jahresbeginn gelten härtere Auflagen für die Preisverhandlungen von Arzneimitteln. In England ist man da radikaler. Was seine Wirkung nicht eindeutig belegen kann, wird von den Kassen nicht bezahlt. Im Wartezimmer des ambulanten Krebszentrums Hamburg sitzt Erich Rützel. Er muss ein neues Medikament abholen. Das alte Mittel wirkte anfangs wie eine Wunderpille. Die Tumore verschwanden. Dann aber hatten sich die Krebszellen an das Medikament gewöhnt und wurden resistent. Der Lungenkrebs kam zurück. Das passiert häufig bei den modernen, gezielten Therapien. Wie geht's Ihnen? Ja, gut, ne? Sieht man, ne? Ja, geht's Ihnen gut, ne? Ja. Wenn alles so bliebe wie her, könnte ich meinen Lebtag damit leben. Das ist alles sehr unbedeutend. Dann machen wir das jetzt so weiter. Erich Rützel wird nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft therapiert, mit den modernsten Wirkstoffen. Aber die Medikamente haben einen hohen Preis. 30.000 bis 60.000 Euro kann eine Behandlung mit modernen Krebsmitteln im Jahr kosten. Erste Medikamente sind auf dem Markt, die pro Monat 100.000 Euro kosten. Viel Geld für zu wenig Wirkung, sagen die Krankenkassen. Wenn wir also dafür wirklich sehr gute Mittel bekämen, dann wäre ich begeistert. Wenn wir nebenwirkungsarme Mittel bekämen, dann wäre ich noch begeisterter. Und dann würde ich erst dann anfangen, über die Kosten nachzudenken. Bis jetzt haben wir aber doch einen Teil der Arzneimittel, die wirklich gar nicht, von denen wir gar nicht wissen, ob sie wirklich gut wirken. Und wir haben viele Nebenwirkungen und wir haben auch noch hohe Preise. Das ist nun wirklich unbefriedigend. In Großbritannien hat die Politik reagiert. Anders als in Deutschland werden hier Medikamente ganz genau auf ihre Wirksamkeit untersucht, bevor sie auf den Markt kommen. Viele Krebsmedikamente fallen bei der Prüfung durch. Und mehr noch. Großbritannien berechnet mit einer Formel, ob und wie behandelt wird, den sogenannten QALY. Umgerechnet 35.000 Euro aus Steuergeldern darf hier ein Jahr mehr Leben kosten. Well, first of all, a QALY is calculated by taking the Wir nehmen die Länge des Lebens, die eine Behandlung produzieren kann, und multiplizieren das mit dem Lebensqualitätsindex, der die Lebensqualität einer bestimmten Krankheit beschreibt. Der Lebensqualitätsindex kann zwischen 0 für Tod und 1 für perfekte Gesundheit liegen. Das berechnen wir für die neue Behandlungsmethode und die alte Standardtherapie, um zu prüfen, ob es sich verbessert. Wie fühlen sich Patienten,
die durch die Prüfung gefallen sind. Einer von ihnen ist Ian Bowers. Der 41-Jährige hat einen sehr seltenen Krebs. Er musste sich die Behandlung selbst finanzieren, obwohl sie ihm das Leben gerettet hat. Es war, als ob sie mir die Todesstrafe gegeben hätten. Deine Krankenversicherung, die sich um dich kümmern, dich unterstützen sollte, sagt dir einfach, dass sie kein Interesse an dir hat. Sie lässt dich einfach sterben. Und ich bin kein Einzelfall. Es gibt mehr Menschen hier im Land. Einige sind noch unter uns, andere nicht. Immer wieder hörst du in den Nachrichten, dass die Leute um ihr Geld kämpfen müssen. Ians Kampf gegen das Gesundheitssystem hatte in England Schlagzeilen gemacht. Sein Arzt wollte ein neues Mittel einsetzen, um den seltenen Krebs zu behandeln. Abgelehnt vom System mussten Ian und seine Frau betteln gehen. Die Rettung kam mit einem Anruf vom Hersteller. Er bot ihm das Mittel umsonst an, wenn er an einer Studie teilnehme. So wie Ian fallen immer wieder einzelne Patienten durch die Maschen des britischen Gesundheitssystems. Und dann gibt es die Privatpatienten, die sich jede Behandlung leisten können. Ist das die Zukunft auch für Deutschland? Wir werden immer älter und mit dem Alter kommt der Krebs immer häufiger. Erich Rützel hat nie geraucht und trotzdem Lungenkrebs. Jeden Tag nimmt der 70-Jährige eine Tablette und der Krebs verliert seine Gefährlichkeit. Herr Rützel, als alter Statistiker, der er ist, hat mal ausgerechnet, was seine Behandlung kostet. Er kam auf 2.750 Euro im Monat, nur für die Pillen. Das ist ja eine Menge Geld, oder? Ja, ich hätte das, also hätte ich das allein zahlen müssen, das ginge nicht. Wäre ich ja schon bankrott, kann man ja ausrechnen. Krebspatienten sollen die Kosten für ihre Behandlung ausblenden. Sie sollen sich ganz auf das Gesundwerden konzentrieren. In Deutschland dürfen sie das. Doch wie lange noch? Die hohen Preise trägt die Versichertengemeinschaft. Aber auch die Patienten müssen immer mehr selbst bezahlen. Herr Schnee, weißt du, es ist ja hart, was da in England passiert. Also nichts gegen evidenzbasierte Medizin. Therapien müssen auch belegen, dass sie tatsächlich wirken. Aber kommen wir aus diesem Dilemma raus? Es gibt einen Ausweg aus dem Dilemma. Wir brauchen die individualisierte, personalisierte Medizin. Das heißt, wir können die Medikamente uns leisten, wenn wir es nur denjenigen geben, die auch davon profitieren. Das sind meist nur sehr wenige. Und dadurch können wir sogar insgesamt die Kosten in unserem Gesundheitssystem senken, die Heilung verbessern und die Lebensqualität unserer Patienten verbessern. Da hoffe ich, dass Sie ja recht haben, aber ich vermute, das wird noch richtig viel Forschung benötigen. Das braucht viel Forschung, einen langen Atem, aber ich bin zuversichtlich. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Schneeweiß. Liebe Zuschauer, das war unser Nano-Spezial zum Thema Krebs. Bleiben Sie gesund und lassen Sie sich den Optimismus im Leben von einem Krebs, der ja nur vielleicht kommt, nicht verderben. Sonst ist das Leben jetzt auch schon belastet. Also bis bald, bis Nano.